Ich freue mich natürlich erstmal am meisten auf diesen Beginn, weil das Theater besteht ja daraus, Behauptungen aufzustellen, Setzungen zu machen und dann gibt es eine Reaktion und dann fängt ein Dialog an. Und ich freue mich jetzt erstmal auf diese Setzung, auf die Reaktion und dann auf den Beginn im Dialog. Und für mich absolut einverstanden mit was Herr Delon gesagt hat. Aber auch fühle ich persönlich ein enormes Potenzial hier in Hamburg. Ich fühle etwas in Hamburg, das eine Bewegung. Es gibt Zyklus in der Gesellschaft. Manchmal ist ein ruhiger Period, manchmal ist es ein Reflektivperiod. Jetzt fühle ich einen Anfang von einer sehr, sehr dynamischen Bewegung von verschiedenen Seiten, gesellschaftliche Seite, Wissenschaftsseite und auch natürlich wird das simultan betont in Kunst. Und die Opportunität hier zu sein, wenn diese Bewegung kommt oder ein Teil von dieser Bewegung, ist wirklich eine Chance zu haben. Die Qualität liegt bei den Kollegen im Haus. Das Team ist sehr, sehr stark. Aber ich spreche, es gibt viele Teams, das hat große Qualität. Ich spreche über die Potenzial hier. Und ich fühle aktuell, dass die Potenzial ist ungewöhnlich enorm. Und ich freue mich, dass ich kann ein Teil von das sein. Ironisch gesehen, weil eine von meinen ersten Einladungen nach Deutschland, es war das zweite Mal, dass ich nach Deutschland eingeladen werde, war von dem Philharmonischen Staatsorchester. Und das war, nein, ich erinnere mich nicht, aber ich glaube, das war ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts, kurz nach der Mauer. Runtergefallen ist. Und das war mein ganz erster Kontakt mit Hamburg. Und natürlich, man vergisst nie die ersten Kontakte. Und es ist wahr, dass seit diesem Moment habe ich viel mit NDR gemacht, aber auch in der NDR-Zeit, als ich zusammen viel Zeit mit Günter Warnte gehabt habe. Ich bin regelmäßig in die Staatsoper gekommen, einfach Oper zu sehen, zu fühlen, was passiert hier. Das war meistens Ingo Metzmachers Zeit. Also das war nie wirklich fern von meiner Imagination, von meinem Kontakt. Aber natürlich die Chance, direkt mit Kollegen zu arbeiten, das ist etwas anderes. Und ich freue mich sehr, dass die Kollegen hat gedacht, dass die Chemie und die Prioritäten, wir haben ein Overlap von den Prioritäten. Und das ist immer ein gutes Zeichen am Anfang, weil wenn Leute wollen in dasselbe Richtung gehen, man hat eine viel stärkere Chance, das zu erreichen. Also ich sicher, man kann nicht Intendant eines solchen Hauses sein und nicht hier sein. Und natürlich werde ich hier wohnen und mich auch sonst, wie man so schön sagt, in die Stadt schmeißen. Ich habe jetzt aus den Erfahrungen, die ich aus Basel und aus Mainz mitbringen, so ungefähr den Eindruck, die ersten 3 Jahre ist man doch sehr, sehr eingespannt. Weil das ist ja, wie soll ich sagen, ein Kennenlernen auf vielen verschiedenen Ebenen, in vielen Segmenten einer Gesellschaft. Und ich würde ja gerne, und das ist ja auch ein bisschen die Idee, warum wir mit dem Filmfest zusammen die Eröffnungspremiere Trojaner übertragen wollen am Jungfernstieg, damit alle Hamburgerinnen und Hamburger teilhaben können an dieser Idee. Es ist ein bisschen diese Idee, die Kent auch in München hatte mit Oper für alle. Und das ist auch für mich ein klares Signal. Wir würden gerne natürlich, dass sich möglichst eine breite Öffentlichkeit für diese Arbeit interessiert. Denn ich glaube, und das ist für mich immer ein bisschen der Unterschied auch zwischen Musiktheater und Musik.
Musiktheater ist per se, weil eben diese Theaterkomponente dazukommt, sehr politisch. Und ich denke, es ist falsch, wenn die Oper sozusagen das Politische, Gesellschaftspolitische einfach dem Schauspiel überlässt und sich sozusagen da abmeldet. Ich glaube im Gegenteil, wir sind gefordert und ich glaube, als emotionale Reflexionsmaschine kann Musiktheater gerade in diesem Bereich sehr viel bewegen und sehr viel, würde ich sagen, gesellschaftsbildend aktiv sein. Und das wollen wir mit all unseren Kräften. Und deshalb ist es umso wichtig für mich, in der Stadt zu sein und die Stadt zu erfahren. Wir haben eine Pied-à-terre in Paris, aber der Grund ist, weil unsere Tochter ist in der Schule aktuell. Merkwürdigerweise, das wird, wenn ich hier komme, das wird zusammen eine Lebensänderung, weil unsere Tochter wird bald in Universität gehen. Und die Hoffnung von meiner Frau und ich ist, dass wir werden auch hier wohnen. Erste Jahr wahrscheinlich werden wir von alle die Änderungen in unser Leben, neue Station für unsere Tochter und so weiter, wir werden eine temporary Lösung finden. Aber unser Ziel, unsere Hoffnung ist, dass wir werden hier als Stadtbürger sein. Das ist interessant. Ich höre das Wort cantabile. Aber cantabile natürlich, das suggeriert eine Stimme. Aber cantabile kann auch von Instrumenten produziert. Ich glaube, das war eine sehr starke Priorität in 1677, ja, 1677, wenn die Idee von einer offenen gesellschaftliche Open House zu bauen, etwas zu repräsentieren von dem Bürgertum von Hamburg, warum das da war. Weil cantabile, das bringt höher unsere Qualität von Leben. Und das fühle ich das immer hier, cantabile. Also Instrument, ja, nicht ein besonderes fixed Instrument, aber diese Idee, stimmliche Idee, das produziert außer von uns als Menschen oder von Instrumenten, ich finde, das ist wirklich synonymous mit Hamburg. Wobei ich natürlich Stimme auch als Instrument bezeichnen würde. Ja. Und natürlich ist die Stimme immer noch das Instrument, über das sich Oper am ehesten vermittelt und das auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ja, ich höre diese Stimme auch, glaube ich, wenn ich da so an der Elbe bin und ich hoffe auch, dass unsere Stimme, die wir hier erarbeiten mit den Kollegen zusammen, erhört wird in Hamburg und vielleicht darüber hinaus. Aber eine ganz andere Seite, Hamburg als Stadttechnik, weil es ist wirklich ein Pionier von Technik. Wir haben die berühmte Steinweg-Klavier und das weltweit. Wir haben eine Assoziation, die Hamburger Steinway. Es hat eine Bedeutung in der ganzen Welt. Und das steht, Gott sei Dank, immer hier in Hamburg, repräsentiert eine sehr starke musikalische Tradition. Das geht von Brahms und nach früher. Sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen auch sagen, dass was wir lieben von Klaviermusik ist, wenn es kantabel gespielt werden.